Ira, schönen guten Abend, grüße dich. Hallo Georg, grüß dich. Wir kennen uns ja schon einige Jahre indirekt, wir haben viel telefoniert, haben gemailt und auf einmal sind wir fast beieinander online, aber zumindest der nächste Schritt ist interessant. Genau, es ist schon eine Stufe mehr und eine Stufe näher, als wenn man sich nur von E-Mail oder Telefon oder dem Messenger kennt oder so, ne? Und das ist jetzt in geworden. Ich bin zwar ein Mensch, der die persönliche Begegnung liebt, aber ich sehe dort, dass das als so ein Mittelding ist, das durchaus Sinn macht. Ja, du, ich finde auch, sagen wir mal so, es ist nicht so gut wie das Original, aber es ist besser als gar nichts. Und ich bin gerade in der Zeit jetzt sehr, sehr froh, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben, weil einfach dadurch trotzdem Kontakt möglich ist, ne? Ja, wir haben eine spannende Situation im Moment. Sehr viel Angst, sehr viel Herausforderung. Ich bin immer gesagt, raus aus der Komfortzone. Aber es ist ja alles so gut gelaufen. Das hat sich die letzten Wochen geändert. Und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes dabei, einen Mutmacher zu finden. Und deine Mutmacherei ist natürlich ein sehr spannendes Projekt. Inwieweit machst du denn Mut, Ira, du mit deinem Team? Also was die Mutmacherei erzielen möchte, ist einfach Mut zu machen für eine positive Vision von der Zukunft. Und auch dabei zu unterstützen, dass wir alle besser lernen, uns auf Lösungen, auf das, was gelingt, zu konzentrieren, auf Konstruktives und an dem auch Freude zu haben. Ja? Weißt, das kann so unglaublich bereichernd sein und so eine Gaudi sein. Wir können die Welt quasi neu erschaffen. Ja? Wir können es gescheiter machen, als bis jetzt gelaufen ist. Nicht? Und dafür möchte ich Mut machen. In der Theorie wissen wir ja sehr viel. Gibt da Dinge, wo ich sage, ma, das möchte ich unbedingt ändern, das Erkenntnis. Warum sind Änderungen so schwierig? Ich würde mal sagen, da gibt es 1000 Gründe dafür, die zu tun haben mit Gewohnheiten, die zu tun haben mit unserer Gehirnstruktur. Es gibt auch so eine Negativ-Tendenz in unserem Gehirn. Aber vielleicht sollten wir uns auch andere Fragen stellen. Vielleicht sollten wir uns fragen, was braucht es, damit Veränderung nicht so schwierig ist, damit sie leichter wird, damit wir Freude dran haben. Ja? Weil, weißt du, ich merke so immer wieder in den Gesprächen dieses Zurückkehren zu diesem Kreisen ums Problem quasi. Nicht? Und dann können wir eine halbe Stunde darüber reden, warum es so schwierig ist. Nicht? Aber nachdem du ja auch so ein Gestalter bist und so, denke ich mir, reden wir doch auch darüber, wie es anders sein könnte, wie es leicht gehen könnte, wie es Freude machen kann, was zu verändern. Ich glaube einfach, das Neue muss irgendwie lohnender sein wie das Alte. Es ist halt ein bisschen eine Geschichte, mache ich eine neue Tür auf, weiß ich nicht, was in dem Sinn passiert. Aber wir haben ja auch den Wolfgang Laluschek, den Gehirnforscher und Neurologen an Bord. Kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn, ja. Du hast ein riesiges Netzwerk und Wolfgang beschreibt ja auch so schön, was da neurologisch oder Gerald Hüther. Wir wissen alles genau, was passiert, aber es ist Menschen sehr bequem und somit haben wir, glaube ich, jetzt eine ganz, ganz große Chance, dass wir gestalten. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe so ein Zitat gelesen auf eurer Internetseite. Darf ich das kurz vorlesen? Bitte. Geh nicht dahin, wo der Weg dich hinführt, geh dahin, wo es keinen Weg gibt und hinterlasse eine Spur. Das ist spannend. Eine eigene Spur hinterlassen, nicht zu kopieren. Aber meine Erfahrung in ungefähr 10 Jahren Versuch des Verbindens ist eher das Gegenteilige, dass es viele gibt, die eine Spur machen, eine eigene, aber wenig kompatibel sind. Das heißt, meine Frage wäre jetzt konkret, wie können wir die vielen kleinen Zellen jetzt, ich sag, zu einer Bewegung bringen, die wirklich die Gesellschaft ermutigt und erreicht? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es Vielfalt gibt in diesen neuen Wegen oder neuen Spuren. Und je mehr wir voneinander wissen, je mehr wir wissen, was diese unterschiedlichen Spuren sind, ich glaube, desto eher wird es auch möglich, dass sich andere anschließen. Und eine Spur wird ja dann zu einem Weg, wenn ihn viele Menschen gegangen sind. Weil wenn einer da durch den Schnee oder so stapft, dann gibt es nur Fußspuren. Und wenn da mal 5 gegangen sind, dann ist schon so ein kleiner Trampelpfad. Und wenn da Hunderte gehen, dann wird es quasi zur Fußautobahn. Und ich glaube, so dieses, was du eh auch machst, was uns sicher auch verbindet, dieses in die Welt hinaustragen, hinausposaunen, was es schon alles gibt, die Akteure und Akteurinnen vorstellen, die Projekte, die Initiativen vorstellen, Menschen zusammenbringen und so. Ich glaube, das kann viel dazu beitragen, dass aus diesen einzelnen Spuren dann auch Bewegung wird. Und ich glaube, dass die Vielfalt auch deswegen wichtig ist, weil man sonst immer in diese Falle geht, quasi zu sagen, was ist jetzt am wichtigsten?
Und dann diese Auseinandersetzung, was ist das wichtigere oder größere Problem oder die richtige, die eine Lösung. Und ich glaube, dass wir uns da selber eher im Weg stehen, wenn wir das machen. Ja, weil es sind so viele Dinge, die gemacht werden müssen und es gibt so viele Punkte, von denen man es angehen kann. Und die sind alle hilfreich, weißt? Und ich glaube auch, dass Menschen eher in diese Selbstermächtigung und die Freude des Gestaltens kommen, wenn sie es auf dem Weg machen können, der für sie richtig ist, ja, wo sie ihre Begeisterung spüren, wo sie ihr eigenes Potenzial entfalten können. Also wenn man sagt, das ist jetzt die eine Lösung und da muss jemand mithalten, egal ob er oder sie sich für das befähigt fühlt oder Begeisterung dafür hat oder so. Und vor allem zu sagen, was jetzt gut ist, was dienlich ist, was der Weg ist, ist ja durchaus vermessen. Also wir sehen schon, dass es auch das Gut-Böse-Spiel gibt. Wir sind die Guten, die anderen die Bösen. Und da merke ich auch bei dir, dass du eine gute, tolle Verbinderin bist. Und wir haben ja auch eine Bekannte oder glaube ich sogar eine Freundin von dir, Teresa Distelberger, die ja tolle Filme auch macht. Und da gibt es so vieles. Und ich habe ja gelesen bei euch, dass ihr einen positiven Journalismus machen wollt. Und das, glaube ich, wäre auch so ein Punkt, wenn man sagen, man schaut in ein Medium und sagt, wow, 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 was es alles gibt in unserem Land. Wie könnte man denn das ein bisschen vorantreiben? Also zum lösungsorientierten oder konstruktiven Journalismus möchte ich ein bisschen ausholen. Das ist was, was die Mutmacherei immer sich wünscht. Von den Medienschaffenden. Ja. Ich habe vor dem Beruf, vor dem Journalistenberuf eine sehr, sehr große Hochachtung, weil ich finde, das ist in einer demokratischen Gesellschaft ein unglaublich wichtiger Beruf. Und die Medien haben eine ganz, ganz wichtige Funktion, wenn sie ernst genommen werden wollen und sich selbst ernst nehmen. Und wenn wir da jetzt also über Journalisten, Journalistinnen reden, die ihren Beruf wirklich ernst nehmen und die Qualitätsjournalismus machen, dann beinhaltet der an und für sich eh auch immer einen lösungsorientierten Ansatz. Aber das ist in vielen Medien abhanden gekommen, ja, weil da wird dann nur nach der Quote geschaut und wo klicken die Leute quasi meistens hin. Und es ist dann wird sehr oft so argumentiert, dass es dann eher diese Horrorschlagzeilen sind. Ja. Und das ist auch nicht ganz richtig. Es ist insofern schon richtig, als eben aufgrund, so wie unser Gehirn beschaffen ist, wir schneller und stärker auf negative Dinge reagieren. Ja. Auf der anderen Seite hat sich auch herausgestellt, dass zum Beispiel auf den Social Media Leute lieber positive Dinge teilen, weil im Endeffekt ist jeder sympathischer, wenn er die anderen in eine gute Stimmung bringt. Ja. Und es hat auch schon Untersuchungen gegeben von Medien, die positiv Beilagen gebracht haben zu ihrer Zeitung und wo die Werbeeinschaltungen in die Höhe gegangen sind, die Verkaufszahlen in die Höhe gegangen sind. Also es ist durchaus nicht wahr, dass nur Bad News Good News ist. Ich habe deswegen auch das gesagt mit meiner Hochachtung vor dem Beruf der Journalisten. Ich bin keine Journalistin und ich möchte mir das Hemd auch nicht anziehen. Ja. Aber es ist was ich gerne mir wünsche oder einfordere. Und wir haben oft schon Veranstaltungen gemacht zu dem Thema, haben Medienschaffende eingeladen, haben eine Facebook-Gruppe zum Thema lösungsorientierter, konstruktiver Journalismus. Und also mir ist aufgefallen, ich mache jetzt schon seit 9 Jahren die Mutmacherei und in der Zeit, also damals, wie ich angefangen habe, bin ich quasi in ein bisschen dieses Vakuum reingesprungen, nicht als Journalismus, sondern als, okay, es berichtet eigentlich kaum jemand über diese mutmachenden Dinge, also mache ich das halt. Ja. Und mir ist aufgefallen, seitdem nimmt das auch zu. Es gibt ohnehin schon immer mehr Medien, die sich dem zuwenden, die das auch erkannt haben und immer mehr auch von den großen Medien greifen das auf. Ja, also der Guardian hat zum Beispiel jetzt eine eigene Abteilung und also auch von unseren Medien schauen sehr viele drauf, dass sie ausgewogener berichten, dass sie auch immer ein bisschen schauen, wo die Lösung ist oder dass sie einmal eine Beilage machen über Lösungen und so. Also da ist eh schon zum Glück Bewegung reingekommen. Und wir können alle beitragen, indem wir uns auch überlegen, selbst wenn wir jetzt keine Journalisten, Journalistinnen sind, aber wir kommunizieren ja alle. Ja? Und wir können alle entscheiden, was und wie wir kommunizieren. Und ob wir uns ausschließlich über die Probleme unterhalten oder ob wir über Lösungen reden, ob wir einander erzählen über coole Dinge, über die wir gestolpert sind. Wir können uns entscheiden, ob wir die Postings von der Mutmacherei, Eigenwerbung, teilen oder irgendeine Empörungsgeschichte
Ja. Und ich denke mir, da kann auch jeder in die eigene Verantwortung gehen und jeder was beitragen. Auch im Beisel, wenn wir hier wieder im Beisel sitzen können. Und was erzählen wir einander? Worüber reden wir? Schimpfen wir? Jammern wir? Sudern wir? Oder erzählen wir, wie es in welche Richtung gehen könnte? Das ist ja insofern sehr spannend, weil mir eine große Tageszeitung oder Redakteurin auch gesagt hat, es wird künftig anderen Journalismus brauchen. Oder auch die Barbara Stöckel, die als Botschafterin wirkt bei uns, die ich sehr schätze, die im Moment halt mehr wie genug zu tun hat und keine Ressourcen hat, weil ich hätte auch gerne mit ihr so ein Interview gemacht. Aber die hat auch immer wieder bestrebt, es Menschen vor die Bühne zu holen, die wirklich Gestalter sind. Und wenn man von diesen Zerreden rauskommen in den gestalterischen Bereich, in die wirkliche Praxis, glaube ich, ist eine große Chance. Mir hat vor ein paar Tagen eine Journalistin auch kontaktiert, die hat mir ganz interessante Fragen gestellt. Und ich habe mir so ein bisschen beklagt bei ihr, dass wir noch zu wenig verstanden werden. Und das, was Erwin Thoma zum Beispiel sagt, der auch ein Botschafter ist, der ist ein Holzpionier, die Natur, der Wald, die Symbiose, das ist, dürfen wir als Menschen erst lernen. Diese Vielfalt, und du hast ja gesagt, die so wichtig ist, die ist für uns herausfordernd, weil wir immer analytisch wissen wollen, was macht sie genau. Und wir sagen, wir verbinden alles, was uns dient. Und das ist einmal sehr viel, das ist Mobilität, das ist Energie, das ist auch das zwischenmenschliche Gerald Hüther Würde und viele, viele Dinge, alles, was uns ausmacht. Und letztes Jahr haben wir ja im September, wenn ich kurz da was einbringen darf, einen großen Lösungskongress gemacht. Mhm. In Salzburg haben auf 5.800 Quadratmeter die lebenswerte Gemeinde der Zukunft als Modell dargestellt. Da waren 60 Akteure, auch Unternehmen dabei, Thema Wasserstoff und viele, viele Dinge. Und es waren viel weniger Teilnehmer. Und wie wir dann recherchiert haben und gefragt haben, ja, wieso ist es so? Dann war es tatsächlich bei vielen so, dass sie das nicht greifen können haben. Die haben gesagt, ich habe nicht gewusst, um was geht es da genau. Mhm. Und das ist das, glaube ich, wo wir einfach mit einem Gefühl hingehen sollten, weil die, die da waren, waren beseelt und haben gesagt, das ist ganz wichtig. Und ein Partner hat gesagt, naja, das müsste eigentlich eine Aufgabe der Öffentlichkeit und der Wirtschaftskammer etc. sein, so ein Modell zu zeigen, weil man da praktische Beispiele gesehen hat, dass du reden können mit den Leuten. Also, da haben wir einen großen Aufwand betrieben, aber es war halt schon die Lernerfahrung, dieses Miteinander, dieses Wir, wenn viele bei uns sind, ist es noch nicht so. Weil wenn ein Netzwerk, ein Unternehmer eine Veranstaltung macht, rennen sie. Aber wenn 60 dabei sind, ja, dann bin ich ein kleiner Teil davon. Und das, glaube ich, wäre das, was wir aus der Natur heraus lernen können. Und das sehe ich auch bei euch, diese Vielfalt. Und ihr habt so eine Moodmap auch. Was ist denn die Moodmap? Mhm. Ja. Die Moodmap ist eine Projektsammlung von Projekten, Initiativen, Ideen, die sich eben mit diesem Gedanken beschäftigen, ja, wie könnte es anders sein und das auch schon umgesetzt haben. Das heißt, das sind Vorzeigebeispiele so im Bereich ökologischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Wandel. Und das ist dargestellt in Form von einem Mindmap. Das heißt, eine ganz andere Darstellungsform als sonst diese Datenbanken, ja, die irgendwie immer so was Trockenes haben, weißt, wo man so lang suchen muss oder endlos scrollen oder so. Und wir haben gesagt, na, wir wollen das anders machen. Wir wollen, dass man sich zu den verschiedenen Themenbereichen einfach weiterklicken kann, solange man das Bedürfnis hat. Und es ist auch angereichert mit Fragen, die so ein bisschen helfen sollen bei dem, welches Problem wird denn da eigentlich gelöst oder warum machen die Leute das? Ne? Weil am Anfang sind wir auch oft, also ich kenne das gut, was du beschrieben hast, dieses nicht wirklich verstanden werden, ja? Weil man so breit aufgestellt ist. Ne? Und am Anfang haben uns dann auch oft Leute gefragt, ja, aber ja, okay, das ist jetzt so ein Mindmap mit netten Projekten, aber warum eigentlich? Ne? Und dann haben wir eben diese Fragen eingeführt, die das ein bisschen im Vorfeld beantworten sollen. Da versuchen wir auch, das mit Menscheninteressen zu verbinden. Wo ist das Potenzial? Für was interessierst du dich? Oder auch, viele Ideen gibt es, die haben zu wenig Finanzen. Wie kann man auch Menschen da verbinden? Oder es braucht wissenschaftliche Ressourcen. Also da sind viele Gestalter. Und vielleicht sollten wir jetzt, und das kommt mir da in dem Gespräch, vielleicht sollten wir mal ein paar Mutmacher zusammenfinden und sie mal austauschen und sagen, wie kann man sie unterstützen, wie kann man Symbiosen schaffen und wie kann man das jetzt mehr in die Gesellschaft bringen, auch mit Journalismus etc. Mhm, ich habe mit Matthias Strolz ein Interview gemacht kürzlich, das hat mich sehr fasziniert, weil ich einfach einen Menschen wahrgenommen habe, der sehr, sehr breit ist, der spirituell ist, aber sehr geerdet, der eben in der Analytik und beides ist, so das Äußere und Innere, was jetzt in dem Sinn so wesentlich wäre. Und
oft geht es ja wirklich um Budgets und es gibt diese Berndorf-Stiftung, wo es um Lernen geht und wo wirklich Menschen Geld investieren, viel Geld für eine gute Zukunft im Land. Und da bin ich wieder bei dem Fokus positiver Journalismus, schauen wir auf das, was uns dient, nährt. Und vielleicht können wir da wirklich gemeinsam wirken. Vielleicht soll es irgendeine positive Zeitung auch werden, wo man eine Alternative hat, ich schaue mir das an, was ich eigentlich nicht will. Information braucht es wahrscheinlich, aber letztlich wirkt es auf uns. Und wie wir funktionieren, welche Einflüsse auf uns wirken und ja, diese Zusammenhänge, ich glaube, das sollten wir uns auch vertiefender anschauen. Also ich höre oft, ja, ich schaue mir eh nur einen Film an, das ist nur ein Film wie immer. Aber wirkt das auf uns? Wir sprechen viel in Verneinungen, also was wir nicht wollen und diese Dinge, was du gesagt hast. Diese Umkehr in dem Sinn zu schaffen, dass man jetzt echt sagt, ja, wo sind die Gestalter, wo ist eben der Raum? Und wir machen jetzt so eine Reise, die wäre gestaltet im Waldviertel, wofür ist es jetzt Zeit? Und da darf ich dir vielleicht die Frage stellen, Ira, wofür ist es jetzt Zeit? Wie beantwortest du das? Naja, ich würde sagen, jetzt ist echt eine super gute Zeit, ein super guter Zeitslot und auch höchste Zeit, dass wir endlich diese Gaudi dran spüren, ja, dieses Geschenk, das sich da auftut, dass wir jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, hey, wir gehen das an und wir gestalten das und wir können es so cool machen, ja. Weißt, wir haben so viel Hebel in der Hand und es gibt so unglaublich viel gescheite Menschen auf der Welt und es gibt so unglaublich viel engagierte Menschen auf der Welt und ich glaube, das merkst du in deinem Tun genauso wie ich, also Wahnsinn, ja, was da an Kreativität ist und an Ideen und an Engagement und so und uns voll in das reinzuhauen, uns das bewusst zu machen und auch Freude dran zu haben. Ja, das finde ich so unglaublich wichtig, weißt, dass auch diese Schwere, die in der Diskussion ist, rausgeht und wir einfach sagen können, hey, gestalten ist was Schönes. Ja. Und wie, also so nicht die Verantwortung abschieben, sondern hey, wie kann ich da mitmachen? Ja, wie finde ich einen Platz in dem? Wo ist mein bester Platz? Und Ärmel aufkrempeln und dummer. Ja. Und wo ich jetzt auch so ein schönes Zeitfenster sehe, ist, dass also im Augenblick das Gefühl habe, es gibt sehr viel auch von diesem Geist an Zusammenarbeit und einander das Leben so leicht wie möglich machen, weil es gerade für alle erschwerende Umstände gibt. Ja. Weil wir durch diesen Lockdown alle gefordert sind. Es gibt praktisch niemanden, der davon nicht in irgendeiner Weise betroffen ist. Aber jetzt zu merken, wie eigentlich alle Akteure irgendwie versuchen, das auf die Reihe zu kriegen, mit dem umzugehen, Lösungen zu finden, Überbrückungen zu finden, wie der Staat irgendwie wesentlich mehr als Partnerstaat eigentlich agiert und so, ja, denke ich mir, ist ein super tolles Zeitfenster. Wo neue Türen aufgehen, neue Perspektiven entstehen und eben neue Räume auch da sind. Und wenn er einen neuen Raum hat, kann er in dem Sinn was Neues entstehen. Und ich glaube, was noch ganz wesentlich wäre, ist wirklich, und das haben wir auch festgestellt die letzten Jahre, dass Öffentlichkeit, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft immer irgendwo parallel arbeitet. Und wenn man da in ein gemeinsames Boot steigt und auch nicht wertet, die anderen kennen nicht, wir schauen, glaube ich, dann wird man auch nochmal das Kraftfeld bündeln. Inwieweit ist denn für euch in der Mutmacherei die Wirtschaft wesentlich? Also die Mutmacherei hat ja vor allem diese Sichtweise auf, wo sind spannende, mutmachende Dinge, die entstehen. Ja, das ist eigentlich der Hauptfokus. Nicht? Also diese Dinge vor den Vorhang zu holen. Und die können in jedem Bereich sein. Das können Einzelpersonen sein, die was Tolles machen, die, keine Ahnung, den Regenwald wieder aufforsten. Das können kleine Initiativen oder Vereine sein. Das kann die Wirtschaft sein, sprich einzelne Betriebe, kleine oder große, und das können auch Staaten, Regierungen und so weiter sein. Ja, also das ist mir im Prinzip völlig egal, wer es ist. Mir kommt es quasi auf den Effekt an. Ja, das ist die eine Sache. Und die andere ist, ich versuche auch immer quasi ein Angebot an mutmachenden News zusammenzustellen, das für die Menschen Angebote macht für ihre bevorzugte Zukunft. Ja? Und die kann auch für jede Person anders ausschauen. Weil manche glauben, das kann nur quasi in der Revolution stattfinden und manche glauben, das kann nur über den Markt stattfinden. Ja? Und dann kann man ja auch aufzeigen, okay,
welche Wirtschaftsbetriebe machen was. Ja, es wird nie alles allen gefallen. Ne? Ich finde Wirtschaft insofern wichtig, weißt, Wirtschaft ist so ein großer Begriff, ja, und was sagt das aus? Jeder hat andere Bilder dazu im Kopf. Ich denke mir, da gibt es die unglaublich wichtige Wirtschaft, die uns Menschen das Überleben sichert, ja, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und Nahrungsmittel haben und Gesundheit haben und so weiter. Und dann gibt es die Wirtschaft, die Konzern- und Heuschreckenkapitalismus ist, ja, die überhaupt nichts und niemandem dienlich ist außer sich selbst. Ne? Und da auch drauf zu schauen, okay, von welcher Wirtschaft reden wir eigentlich und welche kann ein guter Partner sein? Ja? Und mit welcher werden wir wahrscheinlich nie zusammenkommen? Also das finde ich wichtige Frage dabei. Wobei unser Lerneffekt auch war, nur groß warst du nicht automatisch schlecht. Alfred Strigl wirst du sicher auch kennen. Ja. Alfred hat einmal vor Jahren gesagt, naja, das ist nicht schön, was ihr macht, aber das ist eine Inzuchtgeschichte. Mhm. Ich war ein bisschen schockiert damals über seine Aussage, aber wir sehen auch jetzt, wir haben den Herrn Fronius, Klaus Pötting und solche Unternehmen im Hintergrund, die sehr, sehr achtsam wirken. Und da vielleicht eins, was, glaube ich, auch noch in deinem Sinne ist, weil du Revolution gesagt hast. Du hast so einen Leitspruch, man macht nicht Revolution, indem man revoltiert, sondern indem man eine Lösung bringt. Und das, glaube ich, ist auch spannend, dass ich nicht einen Gegenpart schaffe, sondern einfach, hey, was kannst du dienen? Und jeder kann im Grunde frei entscheiden. Ja. Ich habe deshalb auch wegen Wirtschaft gefragt, denn was wir jetzt gesehen haben, und das haben wir im Team besprochen, und da sind künftig auch Mentoren dabei, dass wir das nicht mehr selber entscheiden, eben der Herr Fronius zum Beispiel, Felix Gottwald und ein paar andere, Ernährungssouveränität oder Ernährungsunabhängigkeit und Energieunabhängigkeit. Diese zwei Dinge, weil wir jetzt schon gesehen haben in der Krise, dass man schon sehr schnell ohnmächtig ist mit diesen, mit dieser weltweiten Geschichte und Ernährungssouveränität, da habe ich bei euch gesehen, Beispiel, dass man künftig Heuschrecken isst. Mhm. Das ist ja noch ganz was Neues. Veränderung ist nicht ganz so einfach. Siehst du da wirklich ein Potenzial für bei uns oder ist das einfach so fremd, wo man sagt, eine Generation wird sich da nicht mehr umstellen, vielleicht die nächste? Ist das ein Markt oder ist das eher Spielerei aus deiner Sicht? Also, da müsste ich jetzt hell sehen können. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es kurzfristig kein großer Markt ist, weil zu viel innerer Widerstand oder Ekel da ist, aber die Dinge können sich auch ändern. Ja. Ich kann mich nur erinnern, wie in der Vergangenheit sogar Vegetarier ständig verlacht worden sind und vegan war ja überhaupt völlig abgehoben. Ja. Und mittlerweile ist das so ein Megatrend. Ja. Und keine Ahnung, das jetzt fällt mir nicht ein, wie es heißt, das Fleisch, das kein Fleisch ist und so weiter. Ja. Also das ist so der eine Aspekt. Und ich glaube, der andere ist auch, wir wissen nicht, wie sie andere Bereiche weiterentwickeln. Ja? Also die Insekten sind eine irrsinnig hochwertige Eiweißquelle. Ja? Und die Frage ist immer, was haben wir für andere hochwertige Eiweißquellen zur Verfügung? Die Veganer werden dir sagen, ja bitte, da gibt es wunderbare Dinge und da essen wir Hülsenfrüchte und so weiter. Ja? Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich habe immer gern irgendwas, was ein bisschen quasi substanzieller ist oder so knackiger oder so. Ja. Also ich kann jetzt nur raten. Ich würde mal meinen, ich glaube nicht, dass es jetzt in den nächsten 2-3 Jahren der Riesenfeger wird, aber in 20 Jahren ist es vielleicht völlig normal. Ja. Hast du mal probiert, Ira? Leider noch nicht, nein. Nein, ich hab noch keine direkte Gelegenheit gehabt und sonst habe ich mich noch nicht aufgerafft. Also was ich mir vorstellen kann, ist so die ein bisschen knusprigeren Dinge zu probieren, so Heuschrecke oder so. Ja. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist so Maden oder so. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Ja, deshalb, Ira, weil wir sind sehr gut in Kontakt mit dem Anton Heritzer, der ist Obmann der österreichischen Direktvermarkter, ein sehr innovativer Herr. Und er sagt, wir werden künftig eine neue Nischen, neue Dinge brauchen. Also dieser Klassiker Milch, ja, den haben wir ohnehin in Überfluss, aber wo sind künftige Märkte? Und da, glaube ich, dürfen wir ganz groß umdenken. Und in diese Richtung war die Frage gedacht. Vielleicht noch abschließende Geschichte, und zwar die mich so motiviert. Man will ja oft einmal schneller Veränderung. Jetzt haben wir eine Situation, aber ihr habt auch den Bereich Energie drauf in eurer Moodmap. Mhm. Und
das Thema erneuerbare Energie ist ja eine gewisse Entwicklung da und mir sagte der Herr Fronius vor kurzem im Interview, dass es durch ist, dass in Österreich 1 Million PV-Anlagen installiert werden sollen, was natürlich für die Regionalwirtschaft einen ganz riesen Wert hat, weil was wir schon gesehen haben ist, Förderung ländlicher Raum mit bewusst gemeinsam Leben, wenn die Wirtschaft nicht da ist, ist es eine Abwanderungsgegend. Und da, glaube ich, hätte man einen ganz großen Hebel und dass dieses Miteinander, das wir, wie Gerald Hüther sagt, dieses subjektbezogene, diese wirkliche Wertschätzung wieder den Menschen wichtig ist, ganz wesentlich und ich habe das deshalb gesagt, weil das wirklich ermutigend ist, weil da geht es um Milliardeninvestitionen, wir können wirklich unabhängig werden und Trockenfermentierung und viele andere Sachen. Was halt schon interessant ist, dass noch wenige davon wissen, von wirklichen Alternativen. Und da wäre jetzt abschließend vielleicht nochmal der Punkt, dass wir sagen, wie kann man das jetzt wirklich gemeinsam bündeln? Wie kann man Journalisten finden, die einen guten Journalismus machen wollen? Gibt ja viele, die sagen, das soll echt nachhaltig was bewirken. Hast du da abschließend noch einen Tipp, einen zusammenfassenden, wie man da weiter vorgehen kann, was so ein gemeinsamer Nenner sein könnte von diesen vielen, vielen Initiativen? Also jetzt einmal zur Frage auch mit Journalismus und so weiter. Ich war einmal bei einer Veranstaltung dabei, wo es um lösungsorientierten Journalismus gegangen ist und wo die Teilnehmenden auch sehr, sehr offen gesprochen haben darüber, was sie quasi davon abhält, das zu machen. Ja. Und das war in erster Linie einmal der Zeitaufwand, den es bedeutet. Ja, weil sie gesagt haben, dass eh alle Redaktionen zu wenig Leute haben und dass alle schlecht bezahlt sind oder gar nicht bezahlt sind. Und dass der Knackpunkt aber ist, dass Lösungen zu recherchieren ziemlich aufwendig ist, ja, weil die Journalisten und Journalistinnen haben gesagt, sie wissen über die Lösungen viel zu wenig und es ist kein Qualitätsjournalismus, wenn man sagt, ja, okay, man nimmt jetzt von irgendeinem Anbieter, der ein Eigeninteresse hat, quasi eine Presseaussendung und sagt, das ist eine Lösung, ja, sondern da musst du ja wirklich viel Hintergrundrecherche machen und dich mit dem Thema auskennen und sie haben gesagt, dafür haben sie die Kapazitäten nicht und wären aber sehr, sehr interessiert dran, ja, also sie würden gerne über die Lösungen berichten, aber da müssten sie mehr wissen. Das heißt jetzt, für Journalisten, Journalistinnen könnte es interessante Angebote geben, wenn man ihnen diese Lösungen quasi aufbereitet, ja? Also einen Teil dieser Hintergrundarbeit übernimmt. Und ich denke mal, das machen wahrscheinlich viele Firmen eh auch, ja? Aber dass dann eben nicht eher die Eigen-PR ausschicken, sondern eben auch dieses Hintergrund und Hintergrundwissen eigentlich vermitteln. Ja? Und ich denke mal, das könnten Vernetzungsorganisationen sicherlich zum Teil auch übernehmen, zumindest wenn sie so ein bisschen in den Nachhaltigkeitsbildungsbereich hineingehen. Also da wäre wahrscheinlich auch das, was da an Verantwortung auch getragen werden muss in der Gesellschaft, auch ein bisschen verteilt dann, wo liegt nicht nur bei den Journalisten und Journalistinnen. Ja, dann gehen wir es an, diese Pioniere, die da sind, das wäre so die Idee, dass das breiter wird, dass die inspirieren, dass die nicht immer selber laufen. Also wir kennen ja Heine Staudinger, Zotter und wie soll ich heißen, dass die inspirieren und dass sie die einmal zurücklehnen können und sagen, so, wir waren Jahrzehnte unterwegs und jetzt darf es breit in die Gesellschaft gehen, dass die so Art als Inspirator wirken. Ira, du bist auch eine für mich. Vielen, vielen Dank für dein Engagement, für das Interview. Alles Gute dir. Danke, Georg. Danke. War schön, dabei zu sein. Dir auch alles Gute und auf bald, gell? Ciao.